Hallo Freunde, willkommen zurück in Kanaka zu Dishonored 2. Wir sind immer noch auf dem Weg ins kaiserliche Konservatorium, um Brianna Ashworth, ich krieg's irgendwann nochmal hin, auszumerzen. Letzten Teil sind wir ja stehen geblieben hier, dass wir hier auf so einen komischen Irren gestoßen sind, den wir erstmal beseitigen mussten und beseitigt haben. Und noch ein paar Blutfliegen. Ich wollte jetzt das letzte Nest noch ausräuchern. Ich hoffe, ich treffe. Und ja. Jawohl. Da sind sie. Wir hatten ja noch als kleine Nebenaufgabe, sollten wir ein Büro aufsuchen. Da hat uns ja der Schwarzmarkthändler drum gebeten. So, irgendwo. Eine fliegt doch hier irgendwo. Okay, jetzt haben wir gerade den Fokus verloren. Mal kurz reingehen. Das optionale Ziel. Da ist jetzt markiert. Optional. Ach, hilft dem Händler. Genau, das wollen wir ja machen. Spiral Nice. Okay, ich hoffe, das war nicht der Typ, den wir gerade gekillt haben. Ist Wächter. Okay. Jetzt markiert er mir irgendwie gerade nicht das Ziel. Weil ja, alter Schwede, in dem Observatorium gibt es ja noch einiges zu holen. Da scheint man so einen Nebeneingang zu haben. Hochkommen, da vielleicht von oben reinkommen, ob es da irgendwie einen Weg gibt. Ah, da können wir vielleicht reinkommen. Obwohl, hier waren wir nicht schon drin. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, richtig, genau. Da waren wir schon drin. Das ist eine Sackgasse. Gucken wir mal, wie wir hier vielleicht weiterkommen. Es sind auch eine Menge Leute da unten. Dass wir uns da irgendwie durchschleichen müssen. Ich glaube auch nicht, dass wir... Kommen wir hier irgendwie? Oh oh. Wollten wir uns ja von der anderen Seite irgendwie rein schummeln, hat man ja gesagt gehabt. Na toll, das hätte uns aber auch nicht allzu viel gebracht. Aber machen können, wir können ja schon mal das Fenster benutzen. Für alle Fälle.
Dings aufmachen. Ein bisschen besser gucken können. Tatsächlich hier unten raus. Gibt es hier noch irgendwas zu essen? Totgestochen. Irgendwas ist komplett los. Komplett entstellt. Überall Blutfliegennester. Grausig. Das kann ich ja nicht rüber. Sich irgendwas zusammen. Oh, Scheiße. Ich sehe mich mal um. Ist da jemand? Was war? Sehe mich mal um. Ich muss ja nicht wegkommen hier. Shit, 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 shit. Das war doof. Ich frag mich, wer das war. Frag mich, was das wohl war. Keine Ahnung, was das war. Okay, scheinen mich nicht weiter verfolgt zu haben. Nochmal gucken, ob wir von oben nicht weiterkommen. Ups. Ich nicht. Hinzuwerfen, jetzt interessant. Wie reagieren die eigentlich? Ups. Wenn ich da hinten eine Flasche hinwerfe. Nein, da ist es so.
wir hier irgendwie einen Gang finden. Da läuft einer. Da hinten steht einer um die Ecke. Geht weiter. Verdammt. Hä? Ey, scheiße. Ich mich hier. Das Wasser ist manchmal widerlich. Es fließt vom Brunnen zum Keller des Konservatoriums. Es gab Arbeiten, also fehlte ein Gitter. Vielleicht ist ein Tier reingekrochen und verendet. Eklig. Eigentlich müsste sich jemand im Konservatorium beschweren. Da ist fast alles dicht gemacht, aber jemand ist noch drin. Es gab eine Lieferung von Jindosh vor ein paar Tagen. Lass die auch machen. Es wäre besser, wenn das Tor nicht so nah am Brunnen wäre. Ich frage mich, ob die Gerüchte vom Kronmeuchler wahr sind. Die ehemalige Kaiserin im Ernst? Was zum? Scheiße. Her, du Pfeife! Mist. Ja, so war es eigentlich nicht geplant. Egal. Ist der? Es waren drei. Oh oh. Ob das jetzt so gut war? Müssen wir hier irgendwie rein in das Haus. Okay. Spähen. Dazu. Was ist das denn? Ein Armbrustbolzen. Ah ja, wie kommen wir jetzt hier rein? Auf. Dann wollen wir mal sehen, ob wir hier nicht durch den Rattengang kommen. Hier ist das. Mine. Der Schattengang. Hier geht's nicht weiter. Hier geht's weiter. Da hätte ich jetzt nicht die Tür für gebraucht.
Ich muss da irgendwie hoch. Da oben hin irgendwie kommen, aber das sieht schwierig aus. So, den muss ich noch mal gucken. Vielleicht kann man das Ding ja kaputt hauen. Sieht nicht so aus. Ah, jetzt noch was zu essen. Toter Körper. Ist noch ein toter Körper, okay. Wow! Okay. Glück gehabt. Nicht schlecht. Ist da noch eine Falle? Eine Menge Ratten. Ein paar Blutfliegen. Tote. Sieht nach einer Falle aus. Okay. Der ist umgekippte Bank. Aber wir gucken uns jetzt mal ein bisschen um. Der Stuhl. Was haben wir hier drin? Was Interessantes. Da. Ratten. Adrenalin-Tinktur, die brauchen wir immer. Günstige Gelegenheit. Kaiserliches Konservatorium. Okay. Dann haben wir das hier soweit erledigt. Da müssen wir jetzt rein.
Hier ist ein offenes Fenster. Da köchelt irgendwas. Halt. Was ist hier drin? Ja, nee. Ich muss wissen, warum mein Schwert durchs Herz nicht genügte, um unsere neue Kaiserin Delilah zu töten. Nach den Versuchen mit den Grabhunden hat sie aufgegeben. Du hättest die komischen Dinger mal sehen sollen. Nur Schnauzen, Zähne und Schwänze. So ist es einfach, liebe Camilla. Delilah trägt das Outsider-Zeichen. Und manches, was sie kann, geht auf uns über. Das finde ich nicht schlimm. Nicht gerne. Runde Finger beim Netzeweben oder bei der Viehzucht kriegen? Alle Geschenke sind besser, als unter einem Joch zu leben. Das stimmt natürlich. So kann man die Dinge sehen. Aber das hilft Lucinda nicht weiter, in Delilahs Gunst aufzusteigen. Okay, hallo? Was bist du denn für eine? Ups. Was ist denn los? Zeit für Blutgehen kommt mir nicht! Okay, liebe Leute, ja, wir sind nun im kaiserlichen Konservatorium angekommen, zumindest hier in der Küche oder was das sein soll. Und wie es hier nun weitergeht, was wir hier noch so alles finden werden, die ganzen Nebenmissionen. Da machen wir in der... Ist das eine ekelhafte Suppe? Ja, da machen wir in der nächsten Folge weiter. Wenn es wieder heißt Dishonored 2. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Tschüss!